Satelliten analysieren die Erdatmosphäre, überwachen den Zustand der Ozonschicht und registrieren jede Klimaveränderung. Der räumlich und zeitlich hochaufgelöste Datenstrom aus dem All bietet Anwendungsmöglichkeiten, an die man vor 2 Jahrzehnten noch gar nicht gedacht hat. Der Sentinel-2-Satellit liefert Daten mit einer Auflösung von 10 Metern und das Instrument hat 13 spektrale Kanäle, die messen im optischen Bereich und im nahen oder im mittleren Infrarot. Diese verschiedenen spektralen Informationen erlauben uns abzuleiten, was wächst da, verschiedene Getreidesorten und auch abzuleiten, in welchem Wachstumszustand ist dieses Getreide, was da wächst. Zum Beispiel besteht da Wasserstress oder muss da gedüngt werden. Das sehen wir alles in dem Signal, was wir vom Satelliten bekommen. Für eine auf bestmögliche Erträge ausgerichtete Welt sind die frei verfügbaren Daten aus dem All Gold wert. Die Kameras und Sensoren der Satelliten registrieren nicht nur die globale Verteilung landwirtschaftlicher Nutzflächen. Sie registrieren auch, was darauf wächst, ob ein Feld nass oder trocken ist und wie es um den Bedarf steht, die Felder zu düngen. Es gibt Firmen, die zum Beispiel die Sentinel-2-Daten nehmen und für die Überwachung des Wachstums in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Das heißt, die nehmen diese Daten, die fügen GPS-Daten hinzu und diese Daten werden zum Beispiel in Traktoren eingespeist für das Stichwort Precision Farming. Das heißt, die geben Anleitungen, wo kann man besser bewirtschaften, wo kann man besser Dünger einbringen, wo wird Wasser benötigt, wo sind die Pflanzen unter Stress. All dies können wir aus den Satellitendaten ableiten. Und diesen Service verkaufen diese Firmen. Die Satelliten dokumentieren die Verfassung der weltweiten Waldbestände und die unterschiedliche Landnutzung. Kombiniert mit anderen Daten, zum Beispiel denen von Wettersatelliten, kann man auch Prognosen für die zukünftige Entwicklung erstellen. Vegetation ist in vielerlei Hinsicht ein Schlüsselelement auf dem Planeten Erde. Mal einfach angefangen, dort, wo wir große Wälder haben, haben wir große Biodiversität. Wälder sind auch für das Klimasystem wichtig, weil sie auch wieder CO2 auf der Landoberfläche binden. Umgekehrt sind die landwirtschaftlichen Flächen natürlich für die Nahrungsmittelproduktion wichtig. Und die Balance zwischen ökologischen und naturökologischen Themen zu halten, das ist natürlich eine große Aufgabe für jedes einzelne Land und natürlich auch für Staatenverbünde. Satelliten helfen, die Prozesse auf unserem Planeten besser zu verstehen. Sie betrachten den Globus in seiner Gesamtheit. Die Wissenschaftler brauchen die Daten aus dem All, um den Zustand der Erde zu bestimmen. Man braucht genaue Daten, um dann auch diese vielen Modelle mit Daten testen zu können. Ich glaube, es ist unbestritten, dass es den Klimawandel gibt. Es ist unbestritten. Nur seine Auswirkungen, die werden ja in Modellen hochgerechnet. Diese Auswirkungen genau herauszufinden, dafür braucht man natürlich eine Datenbasis. Und Sie können einfach keine guten Modelle machen, wenn Sie nicht Daten haben, die absolut sicher sind und die stimmen. Die Erde ist ein lebendes Gebilde, das sich ständig verändert. Um die Topographie unseres Planeten exakt zu erfassen, startete das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, seine Tandem-X-Mission. In einem komplizierten Weltraumballett umkreisen 2 nahezu baugleiche Satelliten die Erde und tasten die Oberfläche mit Radargeräten ab. Daraus entsteht ein weltumfassendes, dreidimensionales Geländemodell in einer bis dahin nicht erreichten Präzision. Also 3D-Modelle braucht man für alles. Und bevor es die Fernerkundung da gab, wurden die 3D-Modelle kartiert. Also das ist ja der Ursprung aller Kartierung. Und die Fernerkundung ist ja praktisch die Nachfolge der klassischen Kartierung. Die Topographie, das Relief, war für den Menschen schon immer das Allerinteressanteste. Tandem X vermisst die Erde neu. Sämtliche Elemente der Erdoberfläche werden dabei erfasst. Bis hin zur Größe einzelner Bäume. Mit der Mission Tandem X haben wir ein weltweit konsistentes globales Höhenmodell erstellt, was in dieser Genauigkeit, und zwar in der Einheitlichkeit, einmalig ist. Es ist also von keinem anderen Höhenmodell überboten.
Die gewonnenen Daten lassen sich mit anderen physischen und sozialökonomischen Informationen verknüpfen. Die Anwendungen gehen dabei weit über die Herstellung einer topografischen Karte hinaus. Die Beschaffenheit des Bodens lässt sich dabei ebenso ermitteln wie die Lage von Gewässern. Mit den hochauflösenden Daten können zum Beispiel Karten von potenziellen Überschwemmungsgebieten erstellt und hydrologische Abflussmodelle simuliert werden. Die beiden Radarsatelliten sehen durch Regengebiete hindurch und erkennen Wasserflächen besonders deutlich. Wasser wirkt wie ein Spiegel. Tag und Nacht und unabhängig von einer Wolkenbedeckung haben die beiden Satelliten unseren Globus gescannt und dabei eine umfassende Geländedatenbank des kompletten Planeten erschaffen. Die genaueste Karte der Welt. Wie funktioniert das SAR-Prinzip? Oder anders gefragt, wie kann man mit dem SAR-Prinzip Höhen messen? Nun schauen wir uns mal einen Berg auf der Erde an. Nehmen wir an, das ist die Erdoberfläche, dann haben wir hier zum Beispiel einen Berg. So, und irgendwo hier oben fliegt der Satellit, das soll er sein, und der hat typischerweise Solarzellen, das sind jetzt die Solarpaneele, auf der linken und auf der rechten Seite. Was macht der SAR-Satellit? Nun, er schickt nacheinander Radarstrahlen zu verschiedenen Punkten. Einmal zum Beispiel zum obersten Punkt, zur Bergspitze. Die werden von dort wieder zurück zum Satelliten reflektiert oder zum Fußpunkt und auch da wieder zurück. Und was der Satellit jetzt nun macht, ist, er analysiert die Laufzeit von der Spitze zurück und vom Fußpunkt. Und offensichtlich ist es jetzt so, dass diese Laufzeit wesentlich kürzer ist als die. Und daraus kann der Satellit indirekt die Höhe bestimmen. Die fliegenden Augen im All überwachen auch unsere Weltmeere. Sie sind oft die einzige Möglichkeit zu sehen, was auf den Weiten der Ozeane vor sich geht. Meeresschützer nutzen Satellitendaten, um Jagd auf Umweltsünder zu machen. Immer wieder spülen Tankschiffe aus Kostengründen Ölreste ins Meer, statt sie im Hafen zu entsorgen. Wir bekommen innerhalb von einer halben Stunde nach dem Satellitenüberflug eine erste Auswertung. Und in Deutschland ist es so, dass wir nach jedem Satellitenbild, was wir bestellt haben, ein Flugzeug bereit haben. Wir schicken dann gezielt den Flieger hin. Und wenn auf diesem Satellitenbild etwas zu sehen ist, dann wird das gezielt überprüft, um was es sich handelt. Die Radarsatelliten haben den Vorteil, dass sie sowohl Tag und Nacht, aber halt auch wolkenunabhängig arbeiten können. Also auch nachts finden wir unsere schwarzen Schafe. Eine andere Anwendung für die Signale aus dem All stellen sich Schiffsbauer und Reedereien vor. Der britische Hersteller von Schifffahrtstechnik, Rolls-Royce, arbeitet an einem System, mit dem sich Schiffe von einer virtuellen Brücke aus über die Ozeane steuern lassen. Grundvoraussetzung wäre nicht nur eine exakte Ortsbestimmung aus dem All, sondern auch hochauflösende Bilder in Echtzeit.